Hallo Freunde, heute habe ich was ganz Besonderes. Ich habe einen 3D Simo Mini 2 Stift bekommen, der eigentlich nicht nur ein 3D Stift ist, sondern der eine ganze Menge mehr kann. Und das werden wir heute mal genauer anschauen. So, da ist das gute Teil. Dann haben wir hier ein bisschen nichts und eine Menge Kunststoff für den 3D Druck. Es sind alle möglichen Farben vorhanden. Ich denke, es wird für eine ganze Weile reichen. Und schon kommen wir zu dem wichtigsten Teil, dem 3D Simo. 3D Simo Multi Pro. Einige von euch haben das Video vielleicht schon mit dem Vorgängermodell gesehen. Und auf der Rückseite kann man auch schon sehen, was der so alles drauf hat. Neben dem 3D-Malen kann das Ding noch löten, also was für Hobbybastler. Man kann damit brennen, also eine Gravur ins Holz oder ins Leder. Und natürlich auch Styropor schneiden. Genau die vier Sachen, die der letzte 3D Simo schon konnte. Weiter geht's. So, aha, da haben wir eine kleine Tasche, solange es kein Brusttäschchen für Männer ist, bin ich beruhigt. Schauen wir mal rein. So, und im Inneren noch mehr Kunststoff und Betriebsanleitungen. Zwei kleine PLA-Rollen und einmal ABS-Kunststoff. Also, ein Netzteil, einmal keine Ahnung was es ist, aber das werden wir noch erfahren. Bei dem letzten Modell gab es so ein Teil nicht. Etwas Lötrad, wie bereits erwähnt, mit dem guten Ding kann man löten. Zwei verschiedene Aufsätze zum Löten, Schrägstrich brennen. Und natürlich der Styroporschneider, an den noch so ein Draht drankommt. Und das Wichtigste, der 3D Simo. Also, das letzte Modell war in der Farbe Weiß. Ich muss sagen, der Weiße damals hat mir etwas besser von der Optik gefallen, denn es sah damals qualitativer aus. Aber über den Geschmack lässt sich natürlich streiten. Hier kann man jetzt den gesamten Inhalt sehen, was in der Verpackung drin war. Nein, du gehörst nicht dazu. Mal ein kurzer Test. Einmal draufdrücken und schon kann ich den Aufsatz wechseln. Von dem 3D-Druckaufsatz nehmen wir mal den Lötaufsatz. Der Wechsel geht ziemlich schnell und einfach. Und jetzt schalten wir den mal an. Netzstecker rein. Und da steht jetzt drauf, willst du das Tutorial überspringen? Nein, einmal gehen wir es mal durch. 3D zeichnen. So, hier kann man jetzt aussuchen ABS, PLA, Wood, Hips und mit welchem Kunststoff. Ich kenne eigentlich nur PLA und ABS, mit anderen habe ich noch nie gearbeitet. So, aber PLA ist eigentlich das gängigste. Also den 3D-Druckaufsatz habe ich mal wieder weggemacht. Und hier zeigt es jetzt an, auf welches dieser vier Modelle ich jetzt draufsetzen kann. So, der 3D-Druckaufsatz kommt drauf, also ich habe PLA ausgewählt, das Teil ist erhitzt und jetzt kann man malen. So, da kommt erst einmal ein klein wenig alte Farbe raus. So, und da kommt jetzt meine Farbe, die ich da reingemacht habe, die rote. Heute werde ich nichts Großes mit dem 3D-Stift malen, sondern ich möchte ein klein wenig nur testen, wie das arbeitet, wie das funktioniert. Und heute versuche ich mal ein klein wenig vertikal zu zeichnen. Diesen Stift kann man auf drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen einstellen, und zwar in langsam, mittel oder schnell, mit welcher Geschwindigkeit er das Kunststoff rausspritzen soll. So, wir gehen da jetzt mal nach oben hin. So, und wenn man bereits oben angekommen ist, hat er sich unten ausgehärtet. Und ja, so kann man eventuell vertikal zeichnen. Nicht bereits das schönste Weltwunder, aber immerhin. In 3D flach zu zeichnen geht natürlich viel schneller und ist auch natürlich viel einfacher, und später klebt man die Teile aneinander ran. Also mit dem Styroporschneider geht das jetzt weiter, den werden wir jetzt erst einmal testen und später, ja, wir werden auch noch heute brennen und löten, alles mal kurz antesten. So, wir brauchen jetzt Draht. So, da war eine kleine Zeichnung mit dabei und jetzt weiß ich auch, wo das eine Plastikteil hingehört. So, mein Draht ist dran, es ist nicht unbedingt sehr fest, es ist noch ein klein wenig locker, was natürlich nicht so gut ist, aber ich belasse es jetzt erst einmal dabei. So, das Plastikteil kommt da jetzt genauso drauf und an der Rückseite wird das mit einer Schraube befestigt. So, fertig ist das Teil, jetzt kommt das in den 3D Simo. Der alte Absatz kommt weg, der neue drauf und hier habe ich auch so eine schmale Styroporplatte zum Testen. Also ich zeichne da mal kurz was drauf, dann kann man ungefähr sehen, wie es ausschneiden wird. So, und da drauf kann man dann die Styroporplatte eigentlich theoretisch so ein klein wenig ablegen, was natürlich einiges erleichtert. Tutorial, ja, schauen wir uns mal an. Styroporschneider, eigentlich ist dran, 30%. Wir machen natürlich ein bisschen mehr, wir brauchen ein bisschen Hitze.
Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mal an. Ich denke, bei mir kann man sehen, dass der Draht nicht gerade fest ist und ja, dadurch schneidet man dann auch nicht so gerade, weil er ein bisschen nachgibt immer wieder, wenn man gegenpresst. Aha, aber geht durch wie durchs Butter. Auf jeden Fall geht schon eigentlich ziemlich gut und auch ziemlich schnell. So, und ab ist das Teil. Schaut mal, Freunde, wie schnell man damit durchschneidet. So, und bei mir ist auf jeden Fall die Hitze noch nicht mal auf 100% eingestellt. Also, jetzt wird es Zeit fürs Löten. So, dieser Aufsatz kommt jetzt auch mal weg. Die Hitze, ich denke 80%, ja, vielleicht 90% machen wir später mal, testen wir es einmal erst so. Also mein kleiner selbstgemachter Ventilator aus dem 3D-Drucker funktioniert nicht, denn ich habe extra für das Video diesen Draht durchgeschnitten, um einfach mal ein klein wenig löten zu können. So, normalerweise kann man so einen Draht natürlich anders miteinander verbinden, muss man nicht löten, aber wir machen das mal so heute. Und ja, da sieht man, wie schnell es schmilzt. Und eigentlich ist es auch schon fertig. Ein kleiner Test. An, aus. Im Innern sieht man ja den kleinen Ventilator, dass er anfängt zu rotieren, sobald ich anschalte. Auf jeden Fall ist Strom wieder drauf. Und an diejenigen, die das erste Video vor ungefähr einem Jahr mit dem 3D-Simo gesehen haben, erinnern sich vielleicht an diese Zeichnung noch. Das habe ich damals reingebrannt. Und ja, heute werde ich auch nichts mehr Großes anfangen. Ich werde einfach mit diesem 3D-Simo meine Zeichnung vollenden. So, man kann sehen, man drückt einfach nur ganz kurz gegen und auf jeden Fall ist das schon ein Brandfleck. Geht ziemlich gut. Bei Leder kann man natürlich die Hitze etwas tiefer stellen und bei Holz ein bisschen höher drehen. Das sind jetzt momentan bei mir auf 90 Grad eingestellt. Und auf jeden Fall, man kann so ziemlich schnell Punkte setzen. Oder man kann auch gerade Linien ziehen, was ein klein wenig länger dauert dann. Also hier, wir zeichnen dem mal eine kleine Fliege, diesmal nicht mit Punkten, sondern einfach mit einem Strich. Also Freunde, und fertig ist das Hoppelhäschen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video unterhalten, wo ihr so ein 3D-Simo Alleskönner kaufen könnt. Den Link davon lasse ich euch in der Beschreibung da. Und ich würde euch empfehlen, das Video mit euren Freunden zu teilen. Falls ihr keine Freunde habt, abonniert den Kanal Jumanji und wir werden Freunde. Bis die Tage, ciao.